Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von uns. Diese Woche zeigen wir euch eine Industrieruine, die ihre Neubestimmung längst fand und das anfänglich auch recht erfolgreich. Doch falsche Behauptungen starteten einen massiven Besucherrückgang. Lasst uns aber ganz von vorn beginnen, denn es gibt noch einiges mehr zu berichten. Sollten euch verlassene Orte hier in Ostdeutschland interessieren, dann schaut doch nach diesem Video gerne mal auf unseren Kanal. Dort gibt es so einige Lost Places zu entdecken. Abonnieren lohnt sich also mit Sicherheit, denn jede Woche Mittwoch gibt es eine weitere neue Folge zu diesem Thema. Nun geht es aber erstmal rein in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind UrbexLE direkt aus Leipzig und heute zeigen wir euch eine verlassene Diskothek. Durch die sozialen Netzwerke ging diese Location in den letzten Jahren recht häufig. Auch wir waren in diesem großen backsteinernen Gebäude unterwegs. Es war ebenso verblüffend, wie gut doch nach all dieser vergangenen Zeit der Zustand bis zuletzt dem Verfall und vor allem den Vandalismus trotzte. Aber beginnen wir am besten beim Urschleim, bevor wir uns mit dem Zustand auseinandersetzen. Ursprünglich befinden wir uns hier in nur einem der vielen Gebäude für Braunkohleherstellung bzw. der Brikettherstellung. Ab 1887 startete hier eine fast 100 Jahre währende systematische Förderung von Braunkohle, die eine Menge Arbeitsplätze schuf und die Landschaft stark veränderte. Durch den Abbau entstanden etliche Tagebauabschnitte, die aus heutiger Sicht glücklicherweise geflutet wurden. So entstand eine Seenlandschaft, die die Spuren des Kohleabbaus zwar nicht komplett rückgängig machte, aber zumindest ansehnlich im Vergleich zu den frühen 90er Jahren, wo einst Krater an Krater, Schmutz und Verwüstung die Landschaft verunstaltete. In dieser goldenen Kohlezeit entstanden hier ein Pressenhaus, ein Zechenhaus und ein Maschinenhaus. Darüber hinaus gab es noch viele weitere Gebäude, darunter vor allem Lagerstätten, Magazine, ein Schornstein und selbstverständlich auch Gleis- und Bahnanbindungen. Das hier gezeigte Gebäude war vermutlich vor seinem zweiten Leben als Diskothek das Maschinen- oder Pressenhaus. Leider fand ich keine detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Gebäuden oder eine Karte mit Nummerierungen, aber vielleicht wisst ihr ja darüber mehr. Sollte es so sein, dann gerne in die Kommentare damit.
Das Thema Braunkohle endete hier in den 90er Jahren, obwohl schon seit 1971 Schluss war mit der Brikettherstellung. Was aber in diesen 20 Jahren mit der Anlage geschah, konnte ich ebenso nicht herausfinden. Eine Neunutzung im einstigen Sinne war definitiv nicht mehr möglich, also versuchte man es mit verschiedenen Konzepten, die das Areal komplett umgestalten und wieder integrieren sollten. Eines war beispielsweise ein riesiges Sport- bzw. Fitnesszentrum mit allem, was das Herz begehrt. Die Rede war von einem Kletterturm, Squash- und Tennisfeldern, Fahrrad- und Motocross-Strecken, auch zum Judo und zum Boxen sollte man hier gehen können. Des Weiteren sollte man hier auch im Hotel übernachten können, vieles war geplant, selbst die Zuschüsse waren schon unter Dach und Fach. Doch am Ende kam alles anders und ein anderes Konzept erhielt den Zuschlag. Ab 1997 starteten die umfangreichen Sanierungsarbeiten auf dem 58.650 Quadratmeter großen Grundstück, wobei das hier gezeigte Gebäude mit 7.970 Quadratmeter Nutzfläche zu Buche schlug. Es war also nicht gerade klein. Auch in diesem Konzept war einiges vorgesehen. Vor allem wollte man hier die anliegende Autobahn mit einbeziehen, Autohof mit Motel, Tankstelle und großen Parkplatz für Lkw. Auch ein Kino sollte hier entstehen. Am Ende reichten die vielen Millionen Mark an Fördermitteln für eine Gaststätte, die es als einzigstes heute noch gibt, und eben die hier gezeigte Diskothek inklusive Vorplatz und Rekultivierung des umliegenden Geländes. Selten findet man im ländlichen Raum solch große Partyhäuser, wo man nicht nur üppig feiern, sondern auch Räume für Veranstaltungen mieten konnte. Auch private Feiern waren hier gang und gäbe, denn dafür gab es einen extra abgetrennten Partybereich, den wir später in diesem Video in wirklich sehr gutem Zustand noch sehen werden.
Ab 1999 öffnete man die Türen offiziell. Viele, viele Gäste aus den umliegenden Gemeinden und Städten machten sich Woche für Woche auf den Weg, um zu feiern. Das Konzept startete also äußerst erfolgreich. Doch irgendwas muss ja schiefgelaufen sein. Den Anfang machte eine falsche Behauptung, die ab 2002 die Runde machte. Angeblich wäre die Diskothek einsturzgefährdet und würde die Belastung durch die vielen Gäste nicht standhalten. Dies wurde durch den Veranstalter kräftig dementiert und mit Fakten belegt. Rein logisch betrachtet handelt es sich um ein frisch saniertes Fabrikgebäude, welches über Jahrzehnte schwerste Maschinen trug, ohne in irgendeiner Art und Weise nachzugeben. Also völliger Unsinn. Fakt ist aber, dass ab 2002 die Besucherzahlen zurückgingen, ja fast schon einbrachen. Im selben Jahr wurde der erste Abschnitt der Sanierung abgeschlossen, was mit einem gigantischen Feuerwerk gefeiert wurde. Insgesamt kamen an diesem Abend 3,8 Tonnen Sprengstoff zum Einsatz, eine riesige Festlichkeit, die seinesgleichen suchte und die Besucherzahlen wieder nach oben bringen sollte. Ab 2004 ging es dann weiter Etage für Etage Richtung Keller. Die angestrebten Projekte in Bezug auf Schornstein, den man zum Klettern freigeben wollte, stagnierte, ebenso wie der Truckerhof, der nie fertiggestellt wurde. Grund war die Wirtschaftskrise, die Investoren weitgehend abschreckte. Auch Gelder und Fördermittel vom Freistaat gestalteten sich eher als schwierig. Daran änderte auch der Besuch von Ministerpräsident Georg Milbrand 2005 nichts. Für etwa 450.000 Euro wechselte die Fabrikanlage 2010 seinen Besitzer, obwohl der Verkehrswert auf ungefähr 700.000 Euro geschätzt wurde. Heute ärgern sich viele darüber, dass die Stadt damals das Areal nicht gekauft und einem sinnvollen und langfristigen Konzept zugeführt hat. Es wäre wohl aber zu teuer gewesen, hieß es damals aus dem Rathaus. Also ging das Werk an eine Leipziger Investmentfirma. Nur 2 Jahre später war schlussendlich Ruhe im Karton. Woran es aber genau lag, dazu konnte ich nur wenig finden. Vermutlich zu wenige Gäste oder zu hohe Betriebskosten. Vielleicht aber auch von beidem etwas.
der offiziellen Twitter-Page, die es immer noch genauso zu finden gibt wie die offizielle Internetseite, ist die letzte Party im März 2012 angegeben. Hier kann man vor allem im Jahr 2011 viele Einträge nachlesen. Die letzte Party fand wohl offiziell am 24.12.2012 statt. Halten wir also fest, nach 2012 ging hier nichts mehr. Es folgte Leerstand. Mittlerweile spricht man von einer Problemimmobilie. Vor allem die Gegner des ursprünglichen Konzeptes sprechen davon. Denn es tut sich wirklich gar nichts. Darüber hinaus ist auch der Eigentümer quasi spurlos verschwunden. Die Website ist nicht mehr aufrufbar und auch sonst gibt es kein Lebenszeichen oder eine Kontaktmöglichkeit. Das Grundstück und ebenso das Gebäude verwahrlost zusehends seit nun etwa 10 Jahren und die Aussichten sind nicht gut, denn die leerstehende Diskothek hat sich mittlerweile rumgesprochen. Die Folgen sind Kabel- und Kupferklau, Vandalismus und vieles mehr. Ob sich die Stadt heute darüber ärgert, nicht doch zugegriffen zu haben? Vermutlich schon, aber von ihr gab es zu Beginn auch kein wirkliches Nutzungskonzept. Wir werden uns also wie immer gedulden müssen, bis sich hier etwas hoffentlich Positives tut. Bei unserem Besuch war bereits manches zerstört, vor allem die Eingangstür war stark beschädigt, aber es gab auch Bereiche, die man durchaus als MINT bezeichnen konnte. Der ehemalige Tanzbereich war auch nach all dieser Zeit gut in Schuss, mal abgesehen vom vielen Staub und einigen Vandalen, die der Meinung waren, man müsse Feuerlöscher im Gebäude testen. Alles in allem war es sehr interessant, ich denke, die Aufnahmen sprechen für sich. Ich verabschiede mich jetzt wie immer noch mit einigen vielen Bildern, die wir hier schießen konnten. Ich hoffe, dass sich hier wirklich in der Zukunft was Positives tut, denn so viel müsste man hier nicht neu machen, um das Gebäude seiner letzten Bestimmung wieder zuzuführen. Es würde vor allem auch Sinn machen und ich denke, es wird wahrscheinlich in diesem Partybereich, in der Partyszene einige Leute freuen, wenn diese Location hier wieder öffnen würde. Wie auch immer, ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch alles Gute, bleibt mir gesund und munter. Und dann hören wir uns gerne nächste Woche Mittwoch wieder.
Bis dahin, macht's gut und ciao.